herzlich willkommen zu unserem allergrößten Projekt. Und zwar können wir mit diesem alten Haus hier alles machen, was wir wollen und bauen das jetzt komplett verrückt um. Das Beste ist, dass uns Hornbach unterstützt und wir uns hier alles mitnehmen können, was wir brauchen, um unsere Projekte umzusetzen. Das machen wir natürlich nicht alleine, dafür haben wir unsere Freunde eingeladen. So, wir starten jetzt mit unserem ersten Projekt und zwar war schon immer unser Traum, im Haus einen Pool zu haben, wo du durch ein Stockwerk in das andere Stockwerk reinspringen kannst. Jetzt haben wir gedacht, dass wir einfach die Treppe hier komplett ausbauen und dann in den Keller einen Pool bauen, dann kann man von oben durchs Treppenhaus in den Pool springen. Dann würde ich sagen, machen wir uns jetzt einen kleinen Plan, gucken, was für Materialien wir brauchen, dann gehen wir einkaufen. Wir haben uns überlegt, dass das Sinnvollste ist, das Ganze aus Holz zu bauen. Das ist nicht ganz so einfach, weil da am Ende 9000 Liter Wasser drin sind. Das heißt 9 Tonnen, die nach außen drücken. Also brauchen wir echte Balken. Wir haben uns einen Notfallplan ausgedacht, falls der Pool auseinanderbricht. Und zwar holen wir uns einfach eine Wasserpumpe. Dann können wir einfach das Wasser aus dem Keller pumpen. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus und fahren jetzt mal das Holz holen. Lara, habt ihr irgendwelche Bedenken mit dem Plan oder passt das alles so? Ich glaube, das wird der größte Wasserschaden, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Als erstes holen wir jetzt richtig viele Schrauben. Aber ich bin gespannt, was wir noch alles mitnehmen. Es ist einfach so ein krasses Gefühl, hier alles einpacken zu können. Das sollte erstmal reichen, hoffe ich. Ich wollte immer schon mal an der Kasse vorbeilaufen, ohne zu bezahlen. Ich würde sagen, jetzt kann es endlich losgehen. So, die Treppe wird jetzt abgebaut. Und es gibt noch keinen Plan, wie wir die Treppe hochkommen, sobald sie abgebaut wurde. Ich finde es richtig dumm, dass es das erste Projekt ist. Erster Tag und schon bauen wir uns die Treppe zur ersten Etage weg. Das Ding ist, wir können nicht arbeiten in diesem Haus, wenn es hier keinen Pool gibt. Jede Treppenstufe ist mit zwei von solchen Schrauben festgeschraubt. Die schrauben wir immer raus und dann können wir eine Stufe nach der anderen rausnehmen. Kämpf. Ja. Das ist brutal. Ey, wenn wir für jede Treppenstufe so lange brauchen wie jetzt gerade, dann wird es ein echt langer Sommer. Da kannst du aber richtig gegen schon machen, aber das ist nicht lang. Ich frage mich, was ist die Priorität? Mein Leben oder die Treppenstufe? So, wenn es zu schwer wird. Wenn die Treppe weg ist, müssen wir irgendwie hochkommen. Richtig. Dafür haben wir eine geniale Lösung. Wir gehen einfach hier hin. Zack. Oh mein Gott. Ganz einfach. Wer braucht schon eine Leiter? Wer braucht schon eine Treppe? Ja. Raus damit! Nee, meine Silas schlaue Lösung ist, dass wir dieses ganze Ding hier auch rausbauen. Dass du hier runterspringen kannst, wird immer besser. Wird echt mit jeder Treppenstufe immer besser. Ich hab schon richtig Bock. Wir haben mit Vollgas die Treppenstufen ausgebaut. Bis zu diesem Moment. Junge, ja. Ey, wenn die runterkracht, mach ich mal schauen. Das war ein spannender Moment hier. Ja, ein Profi ist ja mehr kann. So, die letzte Stufe hier kann man jetzt nicht abschrauben, weil die Schrauben da irgendwie in der Decke drin sind. Deswegen müssen wir die jetzt einfach wegflexen.
Die letzte Stufe, also von der ersten Treppe. Jetzt kommt noch die Kellertreppe. Julius, denkst du, ich schaff's, hier hochzukommen? Nee. Sicher? Ja. Safe, es geht, easy. Ja, zeig mal wie. Ja. Jetzt wird euch erstmal bewusst, was für eine geniale Erfindung so eine Treppe ist. Tschüss, Geländer. So, jetzt können wir hier endlich die Kellertreppe abbauen. Ich hoffe, es geht ein bisschen schneller. Jetzt will ich Erfahrung haben. Ich habe keinen Bock mehr, die Stufen hier runter zu tragen. Funktioniert hier so das Aufräumen? Offenbar nicht. Also ich finde, wenn man hier runterschaut, kriegt man schon ein bisschen Höhenangst. Ey, ist schon krass tief jetzt. Letzte Treppenstufe, dann sind wir fertig. Ende Gelände. Läuft. Der Pool wird geil. Wir fangen jetzt an, im Keller die Seitenwände für den Pool zu bauen. Dafür singen wir als erstes die Hölzer zu. Hey Janet, du bist wie ein Maulwurf, du hast einen richtig süßen Maulwurfhaufen gemacht. Das ist aber ein ganz schön kleiner Maulwurfhaufen. Kannst nicht mehr? Nee. Ich probier noch ein paar Schläge. Meine Taktik ist, dass ich mir so zwei Skates gebaut habe, auf denen ich stehe. Und jetzt hau ich das Ding hier einfach rein. Wenn ich treffe. Ich war zu stark für den Hammer. Tut meinem Selbstbewusstsein auf jeden Fall echt gut. Mit viel Mühe haben wir die Befestigungsanker reinbekommen. Im Video sieht man das nicht, aber das ist so anstrengend. Du musst noch die restlichen 10 reinhämmern. Ey, ich weiß schon, warum ich Kameramann im Team bin. Das sind schon ganz schön gewaltige Schläge. Sollte ich jemals Stress haben mit jemandem, dann rufe ich Daniel an. Ich bring den Hammer mit. Als nächstes haben wir angefangen, die Wand für den Pool zu bauen. Wir gehen jetzt im Käfig und sperren uns quasi von innen selbst ein und hauen die Platten an die Wand. Okay, wir haben die letzte Platte. Wir haben uns quasi erfolgreich eingebaut. Mal gucken, wie wir gleich rauskommen. Aber ich bin echt froh, dass wir durch sind und fertig sind. Und dass der Pool gleich steht.
Bock von hier oben mal in den Pool zu jumpen? Wenn, dann von ganz oben vom Dach. Wie soll das funktionieren? Ja, wir müssen halt das Dach einfach rausnehmen und dann ein Loch reinmachen. Ah, okay. Jesus, man kann an sich nicht daneben springen. Also rein aus so Fun-Perspektive, übertrieben nice. Die Wände vom Pool sind fertig und wir können jetzt die Folie reinmachen. Das ist der letzte Schritt, bevor es heißt Wassermarsch. Ziemlich heiß draußen, der Pool ist noch nicht fertig und die Jungs arbeiten echt hart. Also kühlen wir die ein bisschen ab. Ey Erik, manchmal frage ich mich, wie du so viel Spaß mit dem Laubgebläse haben kannst. Ja. Ey, das ist so ein geiles Gerät. Daniel, war angenehm. War sehr angenehm. Hier drin ist es so heiß, diese Abkühlung hat so richtig gut getan. Es hat einige Stunden gedauert, bis die Teichfolie fertig verschweißt war. Wir konnten es gar nicht abwarten, endlich Wasser in den Pool zu füllen. Wir werden halt echt nur sehen, ob es dicht ist, wenn Wasser drin ist. Erik war tiefenentspannt, weil er einen genialen Plan hatte. Jetzt, wo die Feuerwehr bereits angerückt war, hat sie sich netterweise dazu bereit erklärt, unseren Pool zu füllen. Eriks genialer Plan ist aufgegangen. Wassermarsch! Luke hat einmal im Keller gecheckt, ob alles dicht ist. Fettes Wasser! Kommt überall! Abbrechen, abbrechen! Abbrechen, abbrechen! Abbrechen, abbrechen! 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 Der erste Versuch, den Pool zu füllen, ist gescheitert und unser Keller läuft mit Wasser voll. Also in der einen Ecke haben wir ein relativ großes Loch gerade eben gehabt. Wir müssen jetzt nochmal schauen, woher das kommt. Aber wir haben jetzt im Keller teilweise bis zu 2 cm Wasser stehen. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir das hier wieder rausbekommen. In der nächsten Folge zeigen wir euch, wie wir eine einzigartige Treppe für unser aktuell noch leeres Treppenhaus bauen und natürlich, ob wir es beim zweiten Versuch geschafft haben, den Pool endlich dicht zu kriegen.